Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Rebirth. Wir sind hier im Krähennest von Yunon. Ja, ja, hit me. Alles klar. So, oh, hier liegt was. Und ja, wir sind hier im Krähennest von Yunon, wo wir hier noch ein bisschen auf Nebenquestsuche und Aufträge und Kartenspiele sind, ne? Wir machen ja noch alles, ne? Weil wir müssen ja noch alles erledigen, bevor wir hier in, oh, da ist eine Truhe. Letztens habe ich mich nur hier umgeschaut. Jetzt laufe ich ja ganz zufällig dran vorbei und dann ist natürlich tatsächlich eine Truhe. Letztens habe ich hier noch aktiv gesucht. Ich habe ja auch gar nicht irgendwie offscreen irgendwie gesucht, ne? Werde ich wahrscheinlich auch irgendwann mal machen, aber erstmal nicht. Boah. Aber ja, das kommt noch. Ne. Schon mal hier sind noch, ne? Gnade des Planeten. Oh, genau die brauche ich. Und ja, wir sind noch hier am gucken. Was hier noch geht, das Shadley. Ach so, ich wollte schon sagen. Steht da einfach so. Du hast nicht Shadley. Es gibt noch so viel, worum es sich zu leben lohnt. Und ja, keine Ahnung, was wir hier heute noch machen. Ne? Ich glaube, wir könnten mal hier diese eine Quest machen. Wir haben ja letztens. Oder wir können dieses eine Kartenspiel machen. Cameron. Aber ich habe ein bisschen Schiss. Sollen wir einfach so schnell wie möglich hier? Ja, ne, mach mal direkt, ne? Bist du ja der Final Boss von Yunon hier, von dem Kartenspiel? Traut sich wieder keiner mit mir zu spielen. Ich komme doch schon, mein Gott. Oh, wirklich dumm ab. Mithril-Erz. Ich trau mich. Ich weiß nicht, ob er einer von den 6 Leuten sind, die erzählen, oder ob er extra einer ist. Ständig auf der Suche nach den stärksten Kartenspielern. Dafür klimme ich Berge, überquere Flüsse, durch Steine. Ja, machen wir halt mal. Kann doch mal das schon mal erledigt mit den Karten spielen, ne? Ich sollte vielleicht mal in den Shops nachgucken. Auch du sollst haben... nun mit ihr Bekanntschaft machen. In Kalm gab es ja auch irgendwie so einen Kartenshop, ne? Bist du dafür bereit, dann komm! Ich bin so weit von bereit, ja. Der hat den Midgar Sorm. Von Verbündeten und Gegner können die Stärke dieser Karte um 1. Oh. Ich traue mein Deck schon. So, ich muss nur wissen, wie es geht, ne? So, ich habe letztens mal gefragt, ob man überhaupt die Regeln des Spiels verständlich sind, ne? Der Vegas hat immer gemeint, er hat es nicht verstanden. Ich weiß nicht, was hier so schwierig daran ist. Also jede Karte hier, diese Dinger hier, das weiße Feld auf einer Karte zeigt, keine Ahnung, hier ja, die weißen Felder sind da, wo die Karte sind, ne? Weil die haben ja da unten so Zeichen, ne? So Bretter und so, ne? Hier ist zum Beispiel ein weißes in der Mitte und so gelb anliegende, ne? Das bedeutet sozusagen, das weiße Feld ist da, wo die Karte ist, und die gelben sind da, wo die Punkte hier hinzugefügt werden, ne? Also wenn ich ihn hier empacke, dann tun sich oben, unten und rechts von dem weißen Feld Felder hier auftun, ne? Oder Punkte. Das heißt, wenn ich hier hinpacke, dann tut es hier so ein Feld aufbauen, sieht man ja da auf dem Brett, ne? Mache ich jetzt auch mal. Und hat genau den gleichen angefangen. Also was ich also sozusagen ja machen muss, ist ja einfach, ich muss ja einfach so viele Sachen wie möglich platzieren, ne? Damit ich halt hier, ja, ich muss so viele Felder wie möglich platzieren und so viele Punkte haben, ne? Die Punkte da, die Nummer 1 und 2 oben rechts zeigt, wie viele Punkte ich kriege, wenn ich die Karte platziere. Also das hier hat 2 Punkte, also kriege ich 2 Punkte, wenn ich die platziere. Ich muss mehr Punkte auf allen Seiten haben wie der Gegner. Und ja, ich weiß nicht, wie ich das hier so erklären soll. Ich finde es jetzt nicht so schwierig, wenn ich ganz ehrlich bin. Na, ich platziere dich mal hier in. Wir gehen halt mal ein ganz bisschen vorsichtiger an, ne? Na, guck mal, was er jetzt hier macht. So, diesmal habe ich hier aufgepasst. So, meine Dinger tun immer seine überschreiben, ne? Also wenn ich hier einen hin platziere, ne? Dann überschreibt der die Punkte von denen. Also ich weiß nicht, wie ich das besser erklären soll, aber ich
finde eigentlich da schon gut erklärt. Besser geht's halt nicht. So, also überall, wo er rote Mannequin hat, ne, auf dem Feld kann er noch welche hin platzieren, ne, und überall, wo ich grüne Dinger habe auf der Karte, also diese hier zwei, da kann ich dann meine Mannequin dem platzieren. Also ich weiß nicht, wie ich das sonst erklären soll. Ich finde, das ist jetzt nicht so schwierig, ganz ehrlich. So, da würde ich den nicht platzieren. Aber ich kann ja schon hier platzieren. Mal so. Und ich muss halt, ich habe ja 1, 4 und 5 auf der linken Seite. Ich muss halt von jeder Seite die meisten haben, ne? Also ich muss, im Moment habe ich 4, er hat hier 3. Ich habe hier 5, er hat hier 3, ne? Also ich muss davon mehr haben. Also ja, ich weiß nicht, wie ich das jetzt noch so erklären soll. Ja, Form. Soll ich sie platzieren? Reicht das? Ja, ne. Ich versuche es jetzt einfach mal. Boom. 10. Na. Oh, danke. Ich kann nur einen platzieren, danke. Also war nett von dir. So, die oben links, die Zeichen bedeuten immer, wie viele Punkte ich brauche. Also ich kann jetzt nicht ein Zweier da oben hinpacken, weil da nur einer ist. Die hat nur einen Mannequin. Also ja. Weiß nicht, wie ich das sonst noch besser erklären soll. Da, boom. Okay, damit sind alle Fragen beantwortet, ne? So, wir haben gewonnen. War relativ chillig. 10 Punkte. 10 Points. Und wir haben den Midgar Somor bekommen, den er 6 Punkte. Den er noch nicht mal. Was zum. Was geschieht hier? Was hat das bedeutet? Was ist ja los? Ich wollte doch nur ein Spiel zum Zeitvertreib kreieren. Was ist. Was passiert da gerade? Schon wieder. Diese Stimme. Ist etwa. Gekommen? Ist das das Reich der Schatten? Es ist doch nur ein Kartenspiel. Unmöglich. Wieso? Das darf nicht sein. Ich muss sofort etwas unternehmen. Okay. Was hast du? Hat dich das Spiel so sehr in seinen Bann gezogen, dass du anfängst zu halluzinieren? Du siehst ja aus, als hättest du ein Gespenst gesehen. Das erinnert mich an die Worte von Lidrel Balmon. Er war ein Historiker und hat Blut der Königin erschaffen. Ja, weil er hat den Verkaufsbeginn der Karten soll eine mysteriöse Stimme vernommen haben. Daraufhin hat er sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und ging einsam in den eigenen 4 Wänden zugrunde. Nicht wenige haben sich durch das Spiel verändert. Das zeigt, welche tiefgründigen und komplexen Sachverhalte sich hinter dem simplen Auslegen von Karten verbergen können. Durch das Match mit dir habe ich einen tieferen Einblick in die Natur des Spiels erlangt. Kein Problem. Ich gehe da mal. Tschüss. Okay. Und er war sogar der 6. Spieler. Okay, er hat also nicht extra irgendwie so gezählt oder so. Okay, dann haben wir das erledigt. Ja, ich nehme an, da wird noch was passieren irgendwann, ne? Und
Keine Ahnung, wir gehen jetzt einfach. Ladies, gehen wir. Tschüss. Ja, stimmt, mein Kopf gehört. Ich würde echt lachen, wenn der finale Boss dieses Spiels Sephiroth ist, wenn wir mit ihm Blut der Königin spielen müssen. Alles klar, Cloud. Mach dein Deck bereit. Mach dich bereit. Okay, ich weiß gar nicht, was wir jetzt hier machen. So. Ich habe gedacht, das wird mich ein bisschen aufhalten. Ja, wir machen die Mission mal. Können wir die irgendwie markieren? So. Auftrag priorisieren. Gehen wir mal da ein. Auftrag des Condor Beobachtungsvereins. Vielleicht sollten wir erstmal die hier machen. Froschparty. Hm. Ja, Leuchtturm am Kopf. Die haben wir schon so ein bisschen angefangen, ne? Machen wir die hier. Kann man uns dahin teleportieren irgendwo? In der Nähe? Nö. Da. Weil die Mission haben wir schon so ein bisschen angefangen, ne? Also können wir die mal zu Ende machen, ne? Froschparty irgendwie, das hört sich an, als könnte das irgendwie einen eigenen Part oder so verdienen. Ja, obwohl die Levelangabe war irgendwie Level 22, wir sind schon Level 24. Ich glaube, das hätten wir erstmal zuerst machen sollen. Oh Gott! Aus der Weg. Also ja, anscheinend gibt's einige merkwürdige dunklen Geheimnisse, wenn es um das Kartenspiel geht. Gut zu wissen, ne? Aber darum kümmern wir uns, wenn es soweit ist, ne? Erst einmal, guck mal, wie komme ich denn hier runter? Auch da, wie komme ich da runter? War es ja nur 5 Kilometer hoch, Cloud. Da runter. Da müssen wir hier. So irgendwie einen Punkt hingeben. Bleibst du hier? Hab da irgendwo so ein Schnellreisepunkt oder so verpasst oder so? Na, nee, guck mal hier. Boah. Ich gar nicht gesehen. Boah. Wir haben 2 Minuten hier verschwendet. Bom, 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 bom. Ein Condor zieht. Hier hoch, hier waren wir noch gar nicht. Deswegen haben wir die Quest noch nicht erledigt, ne? Und weil wir die noch nicht hatten. Jetzt wollte ich einfach so um so. What? Folgen wir überhaupt? Nee, ne? Die spawnen einfach hier oben, ne? So. Ha, schön. So viele Geheimnisse zu entdecken noch. Oh. Was ist hier los? Party? Chocobo. Also Chocobo Haltestelle. Uiuiuiui. Schon wieder ein paar Halte, einige Federn hier sammeln für. Ich habe gesehen, da war eine Brücke. Und das ist ein Weltkartenthema. Das normale. Hier ist eine Brücke. Was hat hier eine Pilgerreise? Hier ist eine Brücke, die ganze Zeit hierhin geführt hat. Ha. So. Oh, ich weiß, warum die Quest nochmal ging. Das ist hier. Das ist von Kiri hier, ne? Stimmt, die Alleskönnerin. Soll sich hier verschanzt haben. Na, warte. Die hat hier einen eigenen Shop oder irgendwie so was hier, ihre Bude aufgemacht. Na, warte. Ja, echt eine Geschäftsfrau mit Leib
und Seele zu sein. Kiri ist vermutlich drin. Komm. Oh ja, Cloud ist irgendwie voll aggressiv, wenn es darum ging. Ne? Stimmt. Fühlt sich hier. Fühlt sich voll angegriffen hier in seiner Berufung. Warte, wenn ich die sehe, ne, dann mache ich das gleich wie mit diesen Kisten. Ich mache sie auf und für die Belohnung einkassieren. Kiri ist übrigens ein neuer Charakter hier vom Remake, ne? Die kam auch nicht im Original vor. Nur so nebenbei. Weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Haben wir sie nicht auch irgendwie durch so eine Nebenquest irgendwie so mal kennengelernt? Irgendwie so. Weil ich erinnere mich noch, dass ich irgendwie meine. Ich habe erst gedacht, ich hatte irgendwie gedacht, sie wäre irgendwie Yuffie in Verkleidung oder so. Deswegen habe ich sie so ein bisschen inspiziert. Weil ich irgendwie gedacht hatte, sie hatte irgendwie was so einen Körper, was mich an Yuffie erinnert, irgendwie so ein Schuriken oder so. Aber dann lag ich dann doch falsch. Ich kann mich noch an einen Kommentar von Vegas erinnern. So, ey, Alter, die Kleine ist irgendwie, weil ich 14 oder 15 Jahre alt oder so. Ich habe ja nicht so angeschaut, ich wollte nur halt gucken. Weil die irgendwie, ihr Design hat mich irgendwie so an Yuffie erinnert. Deswegen habe ich gedacht, sie hat irgendwie so was. Vielleicht ist sie irgendwie Yuffie in Verkleidung oder so. Ich kaufe mir mal. Zwei Megatränke. Ist irgendwas Neues. Ein Elferdunkreif. War ich ja nicht mehr, ne? Mein Gott, jetzt kommen sie natürlich erstmal hier und geben sie mir reduziert, ne? So. Mädchen, wie geht's, wie steht's? Nein, bist du nicht. Na sowas. Jetzt hätte ich meinen Angestellten doch gut mit einem Kunden verwechselt. Aber schön, dass es dich auch mal in die Filiale von Junon verschlägt. Wer ist hier ein Angestellter? Und nenn dich gefälligst nicht Alleskönnerin. Der Name ist geschützt. Mann, oh. Warum denn klappt das so ernst? Deine Schuld, Cloud. Ich hoffe, das ist dir bewusst. In Junon wartet das große Geld. Aber hier kennt ja wirklich niemand den Alleskönner. So kommen natürlich auch keine Aufträge rein. Kann nur umsitzen und Däumchen drehen. Also musste ich erstmal beim Urschleim anfangen und so richtig die Werbetrommel rühren. Und was genau willst du verkörpern? Langweilig, düster und mürrisch? Exakt. Berater für Selbstmarketing. Oh, sorry. Er kann ja sprechen. Und ob? Oh, du bist ja sowas von drollig. Willst du nicht mein Haustier werden? Na komm mal her. Mietz, 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 mietz. Sternstaubstrahl. Maskottchen könnte er werden. Der Wurmdrink. Marketing und Unternehmensführung. Alles aus einer Hand. Und doch. Aber so leicht gebe ich mich nicht geschlagen. Ich habe noch ein Ass im Ärmel. Das ist so merkwürdig. Ich habe gerade nur so ein Part. Ja, ich sehe sie schon. Bei der Lärmbelästigung würde ich auch mal anklopfen gehen. Das sind ungeheure Kunden. Ja, na, mach mal. Mach mal. Miss Alleskönnerin. Ich finde so geil, wie aggressiv er klingt. Oh, ich mach's. Nein. Er hat gefaced anklopfen.
Mein Gott, ist genau wie mit dem Hund vorhin, vorhin letzten Part. Mit ein eigenes Kampf-Thema und so weiter. Also. Mein Gott, ich habe mich Powerpuff kurz. Keine Ahnung, irgendwann wollte ich gerade noch sagen. Well, yeah. Ja, ich komme gerade noch so frisch aus Honkai Star Rail. Ich habe noch so die letzten Parts aufgenommen, bin damit auch fertig geworden und deswegen bin ich dann noch nicht so gewöhnt hier, wie animiert die Cutscenes hier in diesem Spiel sind. Ach so, sind hier die Verkaufsautomaten. Weil wenn die Charaktere sich unterhalten, die sind ja so richtig animiert, ne? Währenddessen in Honkai Star Rail irgendwie oder MiHoYo spielen an sich. So, hey, ich bin die Allianzkönnerin. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Da ist ja schon mal so ein Unterschied. Ich finde schon, die Charaktere sind schon so hier ein bisschen zu animiert, ne? Wie sie sich bewegen, ne? Und die Gestiken und all sowas. Aber da ist schon mal so ein Unterschied hier zwischen so einem Yo-Yo-Game. Ne? Eigentlich ist er da richtig gut, ne? So. Machen wir euch mal platt. Pudding. Da, Red, du hast magisch Angriffe. Ja, komm her. Ich muss mir den Sternstaub. Mein Gott. Ins Gesicht. Da kommt direkt welche. Komm schon, direkt die neuen, ey. Warum hast du so viel Schaden genommen? Bist du? Ah, ich glaube, Iris macht da im Hintergrund Schaden, ne? Mein Gott. Toll. Ah. Nicht übertreiben. Boom, 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 boom. Mein Gott. Du machst hier gerade nicht beliebt bei mir. Ich bin bereit. In solchen Kommentaren. Nichts überstürzen. Also warte ich. Da oben ist eine Bank. Er hat keine Angriffsmagie, ist ja richtig klasse. Sicher klauen. Ah, nee, Hat irgendjemand hier Dinger hier fertig? Ah. Ja, du musst auch mal hier näher kommen, Kollege. So, alle da rein. Ja, ich finde gut, dass das die ganze Zeit funktioniert. Ja, ich bin gefangen. So, was bist du denn? Was ist das denn für einer? Ah! Weißt du, es muss? Subspezies Puddings. Ah. Elementaren Angriffen habe ich nicht. Kann ich nicht mit dir. Meine Fresse. Nicht übertreiben. Na, also wohl Red hier der Einzige, der wieder Schaden machen kann, ne? Synchro-Fertigkeiten. Ungestimmter Aufstand. Ja, mach mal. Ich weiß nicht, ob es das bringt, aber... Nein. So, komm. Sternstaubstrahl, das bringt auch nicht so.
Schon gut. Was für eine Blamage. Mein Auftritt übernimm du. Lass mich mal. Ich gehe mal kurz her. Ich mach mal Vitra auf Red. Das Konterfeuer. Kann ich damit immer gehen? Hat sogar geklappt. Also er klappt hier mit dem Konterfeuer. Nein, muss mich schon treffen, Kollege. Aber hey Gott, ey. Ich kann es aber mal halblang machen hier, ne? Mit den Kommentaren. Mein Gott, Barrett. Habe ich gerade. Mein Gott, ey. Halt mir viel aus, ey. Ich mach denen nichts an Schaden, ne? So, wer das bringt's nicht? Blutzahn, Mondheuler. Ich meine, die haben wir noch nicht gesehen, deswegen machen wir mal. Wer da macht keinen Schaden. Naja, den Angriff kenne ich, das ist auch eine Limit. So, jetzt müssen wir mich aber mal langsam kaputt kriegen, ne? Bad. Okay. MP für. Ich krieg die gar nicht down. Warte mal, Schwören könnte ich eigentlich auch machen, ne? Also mach mal Chocobo und Mogri. Zeit zu kämpfen. Weil irgendwie dauert der Kampf hier Ewigkeiten gerade. Ich krieg sie nicht down. Ah, was zum, was ist denn da los? Die werden gefuttert. Nein. Ich krieg die aber da raus. Oh Gott. Oh Gott. Ah, ich bin sowas von tot. Irgendwas. Ich bin doch mal einer von euch kaputt, ey. Oh, der ist gestorben, glaube ich. Sehr gut. Ah, ich glaube, Cloud hat keine MP, ne? Okay, Red, überlebt mal kurz hier. Meine Güte, ey. Ah, Red. Oh. Oh, mein Gott. Kommandos über Reverse. Steckt ein Aktivkämpfer Gummi in der Klemme, kann das Kommando mit einem Mitglied aus der Reserve eine bereits erlernte Synchro-Fähigkeit einsetzen. Ist nur einmal pro Kampf erlaubt. Reserve-Kommandos, was? Reserve-Kommandos, wo? Reserve, da, Dreieck. Okay. Spiralsprung, furiose Verfolgung, Visionssynthese, keine Ahnung. Geh doch mal kaputt. Oh mein Gott. Oh, und dann auch noch. Sehr gut. Mach den fertig. Dop, 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 dop. 400 Schaden. Oh mein Gott. Wer willst du das eigentlich sagen? Schritt zur Besserung. Hier komme ich nie auf einen grünen Zweig. Ich mache den Laden dicht. Also dann, auf zu neuen Ufern. Ach ja, danke, dass ihr aufräumt. Ein. Hey. Was? Oh, Chocobo, Klamotten. Kommst du mit? Nein. Geh weg. Ciao, ciao.
die Sorte Mensch, von der man sich besser fernhält. Hm? Ja, genauso. Ja. Hey Leute! Warte. Diese komische Durchsage. Und dann tauchten auf einmal diese Ungeheuer auf. Und dann ist halt diese Musik. Aber aussieht, waren meine Sorgen unbegründet. Keiner kann es mit Ever. Das hat von der Synchronsprecherin gesungen, das Lied. Von der englischen. Von der japanischen, keine Ahnung. Hat mir Rhonda erzählt, dass ihr auch manchmal als Alleskönner arbeitet. Ich klatschte. Das hättet ihr mir doch aber wirklich sagen können. Das nächste Mal buche ich euch richtig und offiziell. Oh mein Gott. Ich muss euch alleine klatschen, ey. Okay. Aber ganz schön schwierig gegen die Viecher. So, mit Aris wäre halt viel einfacher gewesen. Oder mit jemandem, der Magie hat. Ich war unbedingt mehr Magie in meiner Truppe. Cloud hat nichts der Magie. Ne? Ausgerüstet, ey. Ah, ich muss mich mal hinsetzen, ey. Oh mein Gott. Ah, das war meine Bandscheibe. Meine Bandscheibe. Oh. Schon wieder. Oh Mann. So. Okay, wir haben neue Chocobo-Ausrüstung bekommen. Das schaue ich mir gleich mal an, wenn ich daran denke. Hm, das war Aris. Ich habe gedacht, läuft ja gerade ein Moki rum. Ich habe hier so weiß gesehen irgendwie. Okay, das war relativ schwierig, aber ja, wir haben es irgendwie geschafft. Ich will mal über die Brücke da gehen. Aber schrei das Ding nicht so in mein. Pfeift das Ding nicht so direkt in meine. Oh, ich kann das direkt hören. Meine Ohren sind empfindlich für sowas. So, lass mal über die Brücke hier gehen. Weil da kommen wir wieder zurück zu dem einen Ort, ne? Aber ich kann aber gucken. Vielleicht ist hier noch was, ne? Oh. Aber ja, der Kampf hat es in sich gehabt. Aber ja, was soll man machen, ne? Irgendwie haben wir es geschafft. Das ist das, was zählt. Irgendwie, irgendwann ist da immer ein Weg, ne? Ja, wie gesagt, ich komme gerade noch aus Honkai Star Rail. Ich habe 2 Folgen aufgenommen. Und die Charaktere tun ja irgendwie gar nicht so gestikulieren, ne? Die können irgendwie zwischen so 1-2 Posen so hin und her wechseln, ne? Dagegen ist ja jedes Gespräch ist halt hier voll animiert, ne? Im Vergleich. Das sieht sehr merkwürdig aus. Muss doch irgendwie konnte man springen. Aber irgendwie kann man nicht während des Rennens springen. Also irgendwie war nicht für mich das Wichtigste gewesen, ne? Was ist hier? Hier sieht aus, als wäre irgendwie eine Quest irgendwie hier. Aber ich habe es ja noch nicht getriggert oder so. Ne, sieht irgendwie so aus. So, hier haben wir schon mal die alte Weltkartenmusik, ne? Also die normale in Sachen. Ja, das ist ein Gegner, lassen wir ihn mal wegpusten, ne? Hm. Dich haben wir schon mal kämpfen, ne? Und ja in jede Quest irgendwie so eine Musik, so eine neue Musik, eine neue Kampfmusik oder irgendwie so was. Nee, so voll ungewohnt so moderne Musik irgendwie in so Final Fantasy zu hören, ne? Aber Chocobo, dann zeige mir doch mal, wo du mich hinführst. Wie gesagt, Chocobo Haltestelle. Yay. Boah, guck mal, wie stark ich bin. Boah, mit meinen dünnen Ärmchen hier, ne? Meins. Ah ja.
Die werden mir aber nicht angezeigt auf der Karte, ne? Wie viele Chocobo-Haltestellen noch fehlen oder so, ne? Deswegen habe ich die letzten Jahre alle so verpasst, ne? Und jetzt mal so im Nachhinein gefunden. Meine Güte. So. Ich nehme an, weil wir ja schon mal in der Nähe sind. Ne. Ich dachte. Oh, da geht's irgendwo hoch. Ich habe gedacht, weil wir ja schon mal in der Nähe sind, können wir vielleicht hier, was auch immer da ist, kaputt hauen, ne? Wenn ich wüsste, wie man da hinkommt. Da ist, glaube ich, ein Weg, der nach oben geht, ne? Ich meine, das erste Viech, das wir hier bekämpft haben, war relativ schwierig, ne? Aber versuch mal hier mal, ne? Was müssen wir hier bekämpfen? Mehrere Gegner, Jagd 4. Es riecht nach Ungeheuern. Seltene Sturmgreifspezies. Ach ja, wir reden ja mit ihr. Ich glaube, ich sollte hier für Aris mitnehmen, weil sie hat Wind, ne? Und sonst hat niemand hier Wind. Doch, er hat Wind. Ne? Mal Aris. Tu mal trotzdem wieder Aris hier die ganze Zeit spielen. Voltifa hat auch einen Windangriff, ne? Genug Gerät, töten. Na, können wir machen. Dann können wir auf den reiten. 10 Gegner in der Junon-Region analysiert. Wir wollen, ich glaube, wir wollen erstmal im Magiekreis, ne? Meine, zweimal Aero. So, und dann einmal Aero, wenn es geht, ne? Da wird er wohl reichen, ne? Ich sollte mir vielleicht mal Schocker für, ich schocke einen Gegner. Stimmt, ich muss. Muss der andere? Mein Gott, muss er da? Boom. Der ist aber noch nicht. Aber so, jetzt kaputt hauen. So, dann einmal hier wenige Verkettung. So, ich glaube, ich habe den Krieg rechtzeitig. Ja, mach dich auch fertig. Kriegen wir den auch down, ja, ne? Rechtzeitig. Da. Alle Dinger geschafft, ausgezeichnet. Abgeschlossen. Das war wieder einmal gute Arbeit, Clown. Wie hat dir dieser Kampf zugesagt? Ich registriere eine leichte Unterforderung. Ja, ich habe das ebenso registriert. Solche Funktion besitzt du überhaupt nicht, Mai. Cloud, durch die Analyse deiner Kampfdaten konnte ich eine neue Simulation erstellen. Hoffentlich fordert sie dich etwas mehr. Na, die machen wir erst am Ende, ne? Jetzt mal in den ganzen Herausforderungen, war ganz schön. Ich fand das noch relativ schwierig, so gegen Ende. Deswegen machen wir erst mal am Ende so.
haben wir denn da noch? Essbar-Kunde. Wo ist denn hier eine Essbar? Einfach so. Essbar-Kunde. Hier ist auch noch so ein Ding. Oder so ein paar kleine Sachen hier. Ich bin schon wieder falsch irgendwo. Zum. Gucken wir da hin. Wieso bin ich? Ich verstehe die Karte ja gerade nicht. Das ist aber nicht in der Stadt, ne? Die Dinger sind doch hier in. Du teleportierst mich da oben, deswegen. Oh. So. Klavier. Die Karte verwirrt mich hier gerade voll. Maximal. Vielleicht nur zur Essbar gehen. Muss ja irgendwo hier anscheinend sein. Ne? Hier ist ja normalerweise eine Eule, die mich immer hinführt, ne? Da muss irgendwie unter mir sein oder so, ne? Was ist das hier? Na, gehen wir da ein, machen wir das auch noch. Ein Kondorf Beobachtung 2. Ne, machen wir das, ne? Mal zwei Quests erledige ich heute. Dafür erwartet mich nicht irgendwie ein starker Kampf oder irgendwie sowas. Hey, was geht? Na? Besonders guter Wind. Oh ja, stimmt. Was gibt es denn hier zu sehen? Wir beobachten einen riesigen Kondor. Das tun wir regelmäßig, denn nur so können wir sicher gehen, dass dieses Kondorweibchen gesund und kräftig ist. Sie ist wirklich ein Prachtexemplar, aber leider unausstehlich, wenn sie Hunger hat. Müssen aufpassen, dass sie keine Menschen anfällt. Immer auf. Dann müssen wir sie abknallen. Hast doch sicher schon mal von unserem Magazin gehört, nehme ich an. Colin, ich denke, heute wird sie sich nicht mehr zeigen. Wir sollten zurück. Nein, ich möchte noch etwas bleiben. Wir haben sie schon so lange nicht mehr gesichtet. Langsam mache ich mir Sorgen. Vielleicht hätten wir ihr wirklich etwas Futter besorgen sollen. Tja, einen Aushang am schwarzen Brett habe ich ja schon gemacht. Gibt es vielleicht etwas, das wir tun könnten? Wir würden gern helfen. Oh, das Angebot kann ich unmöglich ablehnen. Den Auftrag annehmen. Ich bin überzeugt. Das ist großartig. Seht ihr den Wald? Dort ist das Jagdrevier unseres Kondors. Um dorthin zu gelangen, ist ein Chocobo vonnöten, der auch die Berge hochkommt. Kein Ding. Was für ein Wald. Kann ich die Quest mal aktivieren, bitte? Hat der Jagdrevier. Ich will mich vielleicht erstmal irgendwo heilen, wenn es geht. Ja, wird schon klappen. Muss ich ja wieder irgendwo zurückgehen. So, wenn wir da schon. So, Tifa hat sich da zu Wort gemeldet. Nicht mal, packen wir sie mal rein. Einmal kurz, ne? Okay, dann wo habe ich genau kurz davor angehalten. Erich, der Kuh, vorsichtig. Ich will am liebsten rollen. Ja, hat's nicht gemacht. Das frisst ein Kondor also. Vielleicht können wir die Fährte auf. Eine ganze Kuh? Haben wir uns mal. Ne, Eris.
vielleicht beklaut heilen, aber na, okay. Wo sind die jetzt hingerannt? Hm? Okay, das sieht aus wie Chocobo Quest. Muss ich mich an Chocobo anschleichen? Muss ich mich an der Kuh anschleichen? Ach so. So, einmal riechen und war direkt hier. Ach komm, ich war doch direkt da. Ach komm. Was soll ich überhaupt hier machen? Wie läuft er daran vorbei? Er will das nicht. Hier ist ein Startpunkt. Lass er weg, lass er weg. Wir sind die Kuh so weit weggerannt. Ich bin noch gerade hier. Ey, yo, Leute, was geht? Achso, halt mal Barrett. Ich habe nur gehört. Keine Sorge, es ist sicher. Was zum. Da. Du hast mehr. Ja. Hey. Sollen wir einen Schokobo drauf ansetzen? Wir waren so voll verwirrt irgendwie da. Da dran standen so. Hm, was machen wir jetzt? Na, warte, du Stück, du, dann kommst du uns ja nicht. Warte mal. Nicht darunter. Aua. Da hoch. Zeig ihm die Wand ganz so. Au. So. Irgendwas, was wir noch nicht erkundet haben, auf dem Weg hin. Muss nicht. Muss man lang. Ja. Habe ich aber noch für Chocobos bekommen. Ich war welche, die über Wasser laufen wie Jesus, ne? Gab's ja auch, ne? Im Original. Oh, Vorsicht. Ganz ruhig, brauner, ganz ruhig, grauer, ganz ruhig. Ja, ich glaube, ich gehe falsch. Okay, ich glaube, ich gehe falsch. War ich hier schon mal? Was denn hier? Wenn ich gesagt soll hier hin? Wow. Ich habe die Spur verloren. Ich glaube, ich habe die Spur verloren. Hey, dafür habe ich was anderes entdeckt. Ich glaube, ich muss die Suche gleich nochmal neu anfangen. Okay, dafür habe ich ein Schatzding hier gefunden. Das ist auch was, ne? Naja, bringt es irgendwie nicht, was in den Schatzton hier drin ist, ne? Ich finde, die sind voll lahm, die Belohnungen hier. Sind ja schon fast die Mogi-Medaillen hier ein bisschen besser, finde ich. So, warum bist du jetzt da? Nein, ich wollte eigentlich. Meine Güte. So, versuchen wir noch mal. Irgendwie habe ich die Spur verloren. Ich muss jetzt wieder von hier anfangen anscheinend.
noch dahin gegangen, wo er gesagt hat. So. Nochmal. Ich mal Augen aufhalten. Du willst schon wieder, als ich dagegen renne. So, nun. Weiter da lang. Jetzt hier runter. Hier bin ich nicht runtergegangen, glaube ich, ne? Ah, wo nun? So. So. Okay. Da drin. Na dann rein. Da wohin? Hier lang? Bin ich nicht wortwörtlich gerade hier gewesen? Bin auch gerade hier gewesen, Mann. Boah. Ah, ich bin doch gerade hier vorbeigelaufen. Mystischer Drache. Ich habe genau die falschen Knöpfe gedrückt. Lass mich mal versuchen. Noch einmal analysieren. Wirksam, Wind, wer hat das gedacht? Nichts überstürzt. Jetzt zeig ich euch, was ich kann. Ich kann sie nicht spielen, ne? Ich werde sofort angegriffen vor allem. So, wo ist der? Was war der andere? Was war der Windangriff nochmal? Du hast auch einen Windangriff, ne? Stürmischer Umsturz. Kreis. Na! Na, mystischer Dach, was ist das? Aber 600 Schaden. Das ist ganz schön stark, Eris. Übernimm du. Wie die Schwierigkeit ist gerade so. Manchmal irgendwie voll einfach, ne? Manchmal viel zu schwer. Ich hau dich mit Arrow jetzt erstmal um. So, er ist das gleiche Limit voll. Da bringt's nicht. Synchro-Fertigkeit. Spiralsprung. Was ist das? Na, das hat's gemacht, glaube ich. Wenige Verkettung einmal. Aha. Hab ich geblockt. So, einmal Limit, wenn es geht. Flammenwerfer. Ey, da war eine Feindeskönnen-Attacke. Im Original jedenfalls. So, ich hau dich jetzt platt hiermit. Aber ich habe gar nicht eine höhere Version von Aero. Ja. Uff. Okay. Oh je, und nun? Das Fleisch ist ungeheuers. Oh, was nimmst du mit? Das Fleisch ist ungeheuers? Das Fleisch der Kuh. Das merkwürdige Gemüse? Weiß nicht. Dann vielleicht
wenigstens ein bisschen davon? Weiß nicht. Ich weiß nicht, wann ein Kondor frisst. Aber okay. Wir können auch alles mitnehmen. Jeder kann etwas mitnehmen, ne? Merkwürdiges Gemüse. Muss ich gesund ernähren, ne? Na gut, dann gehen wir zurück, nehme ich an, ne? Und guck mal, ich habe dir Gemüse mitgebracht. Da seid ihr ja wieder. Oh, danke. Ich habe euch nicht zu sehr rumgescheucht. Legt das Futter am besten dort oben hin. Ist das Gemüse? Gemüse habe ich unseren Kondor noch nie fressen sehen. Aber wer weiß. Na, guck mal, aber ich nehme es egal, was wir da platzieren, ne? Oder? Einfach zu schön, überall den Himmel sehen zu können. Jedenfalls besser, als eine Stahlplatte anzustarren. Aber irgendwie wirkt er auch unheimlich in seiner endlosen Weite. Langsam verstehe ich, was Aris meinte. Ja, irgendwie. Oh, da oben. Hm? Oh, der ist schon gefährlich nah. Unglaublich. Ich hätte nicht gedacht, dass der Kondor so nah rankommt. Oh. Oh, schnell, ein Foto. Das müssen wir festhalten. Natürlich, sofort. Oh, das perfekte Motiv. Schnell, bevor sie wegfliegt. Bitte lächeln. Genau. Ist ein Gutes dabei? Ich war leider viel zu aufgeregt. Es kam so plötzlich. Also, mir gefällt dieses hier sehr gut. Jetzt seht euch das an, so ein breites Lächeln. Und genau für Überraschungen wie diese lohnt es sich definitiv, unsere Kondor-Dame zu beobachten. Na, Cloud war am Lächeln. Wir halten unsere Beobachtung von heute fest. Und das nächste Treffen will auch geplant werden. Ja. Vielleicht sollten wir auch einen kleinen Fotokurs machen. Oder? Oh, ich kenne da jemanden. Ja, oh, so. Bitteschön, als kleines Andenken. Wie du guckst. Konnte aber gar nicht im Bild, ey. Nur der Flügel so ein bisschen. Wie ich gucke, was stimmt nicht mit dem, wie ich gucke. Ich gucke immer fröhlich. Das war wirklich ein bewegender Moment. Ich kann euch gar nicht genug dafür danken. Oh, immer wenn es drauf ankommt, werde ich so schrecklich nervös. Das werde ich wohl nie ganz ablegen können. Ich habe noch nie einen Kondor von so nah gesehen. Was für ein Anblick. Mein Herz schlägt immer noch wie wild. Okay, cool. So, oh, fehlt nur noch eine Quest, die Froschquest, ne? Außer kommen wieder neue Sachen, ne? Weiß man ja nicht. Froschparty 22, 22, ganz schön. Da stand überall noch 23 gerade. Anscheinend nicht, ne? Froschparty. Was ist die 3 da? Ach, die Nebenquest Nummer 3 ist das, nehme ich an, ne? Ja. Dann haben wir noch 2 Kampfplätze, 2 Esper-Kristalle, wenn ich die mal finden würde, ne? Den Esper-Kristall hier. Kann ich den so markieren? Ist er markiert, ja oder nein? Möchte ich gerne auch noch hier einsacken, bevor wir aufhören, ne? Er ist in der Stadt hier, ne? Da,
Mist, ey. Er ist unser Versorger. Er war die Nummer 1. Okay. Im Phönixkristall analysieren. X-Viereck. Okay. Richtig? Ja, ne? Okay. Kristall synchronisiert. Wir sind Phönixkristall analysiert. Müssen wir auch noch am bekämpfen irgendwann, ne? Hm. Ja, ich weiß, Chadley. Dafür hast du mich jetzt angerufen? Boah. So, was wollte ich noch machen? Ich wollte mal zu Gabes Farm gehen und mir die Schokobo-Ausrüstung anschauen. Dann vielleicht bei Chadley mal hier so ein paar Materia kaufen. Und mal gucken, ob ich hier die Waffen hochleveln kann und so, ne? Kurz mal Schokobo. Alles Könner. Ein bisschen Werbung zu machen hier, ne? Ja, die Sachen können wir. Ausgezeichnet. Klar, warum nicht? So, dann wollte ich mal. Oh Gott, da hat irgendjemand eine Kiste gerade voll durch die Gegend gekickt. So, erst einmal will ich hier gucken. Wir haben noch 5 Uhr. Okay, ich will mal nach Junon gehen. Gucken, ob da irgendwie so ein Gemischtwarenladen ist und dann, ob man da irgendwo Karten kaufen kann, weil bei Kalm gab es halt ja auch, ne? Deswegen will ich mal gucken. Schon mal fahrtgleich beenden, aber Chadley wollte ich auch noch hier Sachen kaufen. Der sagt mir jetzt auch wieder, oh, mach doch mal mehr davon oder davon. Cloud, es sind mittlerweile viele neue Daten zusammen. Okay. Was hältst du davon, deine Materia weiterzuentwickeln? Muss mir nicht mal sagen, was ich machen soll. Ich mach schon alles, keine Sorge. Meister der Gegenstände, ATB-Schock. Ich meine, ich werde sowieso alle irgendwann holen, ne? Brauche ich eigentlich gar nicht. So, Gemischtwarenladen. Hier ist die Froschquest anscheinend. Krämerladen. Gehen wir mal da ein. Guck mal, vielleicht verkaufen da einige. Wenn da einige Karten verkauft, ne? Einfach nur so, einfach nur mit wie haben, ne? So ein Booster-Pack konnte man sich in Junon in Kaum kaufen letztens. Also letztens vor 10, 20 Mal. War ich hier schon mal drin? Nee, ne? Hey. Ich wusste doch, heute wird mein Tag. Aber wollen wir mal sehen, ne? Da mal Glück gehabt. Neos Vexos. Der aus Ferox Planierraupe Höllenreiter, wer hat Version 2? So, ich sehe gerade, wir haben auch noch andere Sachen. Ja, Meister der Gegenstände, Glücksboost. Ach, wenn ich Meister der Gegenstände hier einsetze, dann kann ich den hier kaufen oder was? Nee. Ich glaube, jeder sollte irgendwie TP-Boost haben, ne? Ich glaube, das ist so eine Sache, die eigentlich jeder Charakter hier gebrauchen könnte, ne? Soll ich dann für jeden Charakter holen? Ich habe nicht so viel Kohle. Ja, wird schon. Na gut, dann sage ich, das war's für diese Folge, ne? Mal beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal machen wir die Frosch-Quest, ne? Und dann haben wir auch nicht mehr so viele Sachen übrig eigentlich, ne? Noch ein Esper-Kristall, 2 Lebensquellen müssen wir auch noch suchen. K
Kampfplätze. Protosubstanz, ja, das ist immer so eine Questline, nehme ich an, ne? Wird ein bisschen dauern, glaube ich. So, was hat hier? Das ist eine Lebensquelle, ne? Da können wir auch mal hingehen nächstes Mal. Die Protosubstanz-Quest macht man am Ende, ne? Weil das ist immer so eine ganze Questline, nehme ich an. Hier müssen wir noch hin. Da ist noch eine Essbar-Quelle. Ja, werden wir schon machen, ne? Irgendwann. Hier würde ich vielleicht mal hingehen, das ist mal interessant. Oder hier. Jagd Nummer 2, keine Ahnung. Ich glaube, wir machen erstmal die Quest beim nächsten Mal, ne? Wenn wir schon hier sind. Gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ihr hinterlasst, bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich voll freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.